Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge XCOM Longbar der Version 1.1. Ja, die letzte Mission ist nicht so gut verlaufen, vor allem nicht ganz zum Schluss. Der Ausgang war, ich sag mal, nicht vorauszusehen. Ne? Also wir haben schon den Außenwäldler haben wir deutlichen Schaden verursacht, aber der hat gedacht, ich räche mich. Mit meinem letzten Schuss, den opfere ich auf jeden Fall auf den Aufklärer und puste den damit aus dem Leben. Und der hat das tatsächlich geschafft. Der hat es geschafft, dass unser Aufklärer, der wirklich eine sehr gute Arbeit in der Mission geleistet hat. Ihr seht's, Stabsgefreiter. Nee, Außenwäldler, hier. Der hat dafür gesorgt, der hat wirklich dafür gesorgt, dass der unseren Aufklärer ja nicht nur dezimiert hat, der hat ihn richtig aus dem Leben gepustet. Das war, glaube ich, ein kritischer Treffer sogar und das mit wirklich 13%. Das sagt mir immer wieder, man lernt auch nur dazu. Und wir sollten wirklich, ich habe mir auch nochmal mit dem Commander kurz geschlossen, wir sollten wirklich auf die Aufklärer, wenn es irgendwie geht, noch eine Blendgranate draufwerfen und nochmal schwächen. Weil der hat nur noch einen Gesundheitspunkt gehabt und 13% Trefferchance und hat es trotzdem geschafft, unseren Aufklärer komplett zu killen. Das hat ihn schon ein bisschen sauer gemacht. Aber gut, weiter geht's. Die Reparaturhalle ist fertig. Ich glaube es nicht. Ja. Und jetzt reparieren wir alle. Schauen wir mal. Zielfernrohr dauert 4 Tage, Bewegungsmeter nur 3. Holt bitte von euch jemand den Commander hier runter und sagt es dem bitte, dass er noch 4 Tage auf seine Teile bzw. 3 Tage auf seine Teile warten muss. Ich sage es ihm jetzt trotzdem nicht. Okay. Machen wir weiter. Mal sehen, was wir noch haben. Wow, was ist denn das? Was ist... Okay. Wir greifen an. Mal sehen, was das für ein Teil ist. Mal sehen, was das für ein Ding ist. Ein Treffer, dann sind sie sowieso außer Gefecht. Alter, habt ihr das gesehen? Okay, alles klar. Das sieht aus wie ein Truppentransporter oder irgend sowas. Ah. Commander, es gibt mehrere Berichte über neue Entführungen. Die Orte sind auf dem Hologlob markiert. Also, Entführung. Das war ein Entführer. So sieht ein Entführer-UFO aus. Panik gering. 80 Kohlen gibt es bei der, ja, erfolgreichen Meisterung dieser Mission. Und, oder beim erfolgreichen Bestehen. Und wir gehen auf jeden Fall rein. Oh, das ist der Bahnhof. Okay. Wir haben nur noch einen Aufklärer. Und den müssen wir jetzt irgendwie... Den Gefreiter Hans König. Den müssen wir jetzt irgendwie hüten wie unseren Augapfel. So. Dann schauen wir mal. Ja, Sniper brauchen wir auch wieder ganz gute. Ziehen wir auf jeden Fall wieder mit. Ein Techniker und ein Sanitäter und dann nehmen wir definitiv einen mit, der zweimal schießen kann. Und ja, jetzt sollten wir mal gucken. Wir brauchen einen Aufklärer wieder. Er sollte mindestens sich 14 bewegen können. Der hier ist gar nicht schlecht. Hat sogar 4 Gesundheit diesmal. Haben wir noch so einen guten dabei? Hier unten hätten wir noch einen 14, 4, kann 63. Auch nicht schlecht, den nehmen wir mit. Den Rookie hier, eine geile Frisur. Schaut mal, das ist mal eine geile Frisur. Das ist mal richtig fett. Das sieht ja mal sensationell aus. Aus Aquif Hikmat. Mhm, schöner Name. Okay. Scharfschütze. Kriegt mit. Dann Laservisier. Techniker gut ausgestattet. Sanitäter ohne Worte. Aufklärer. Den packen wir jetzt auf jeden Fall mal noch den Bewegungsmeter mit drauf. Der hat ja diesmal eine AP mit. Boah, kann man auch mal machen. Infanterist bleibt so wie es ist. Und der Rookie mit den 2 Standardgranaten. Wir haben bis jetzt noch nicht mehr Ränge zu besetzen. Wir können gerne nochmal schauen in der Kaserne, aber ich glaube, es ist immer noch nicht... Nee, ist noch nichts freigeschalten. Und deshalb würde ich dann ganz ehrlich mal sagen, wir starten. Genau mit dem Trupp, oder? Ich denke mal, es werden Schweber und dünne Männer kommen. Aber es ist zumindest mal gering. Geringes Alien-Vorkommen. Die Aliens suchen sich weiterhin in... Ja, wissen wir. Wir wissen das alles, Central. Schauen wir mal, wie wir die ausschalten können. Central, Big Sky hier. Angriffsteam wird abgesetzt. Erwarten Ihre Befehle. Roger, Big Sky. Wir empfangen Sie klar und deutlich. Strike One hat grünes Licht für den Einsatz. So, wir starten genau entgegengesetzt. Normalerweise starten wir immer vorne. Das hier ist eigentlich die Rückseite. Hier fährt der Zug immer raus. Genau, hier kommen wir da rein. Das ist, ja, alles gut. Also. Bleiben wir nochmal auf der linken Seite. Hier gibt es schon mal Gegner.
Und das ist jetzt die nächste Frage. Was machen wir mit unserem Sniper? Stellen wir uns denn direkt irgendwo hin, wo wir ein gutes Schussfeld haben? Das ist halt jetzt so eine Frage. Okay, wir eröffnen trotzdem mal mit dem Bewegungsmelder. Schauen wir mal. Also keine Gegner in Sicht. Stellen wir uns mal mit dem Sniper, stellen wir uns wirklich mal hier drüben hin. Ich würde an dem nächsten Step, würde ich mich da drüben auf so einer erhöhte Position draufstehen. So hat man immer eine wirklich relativ gute Chance, auf die Gegner zu schießen. So, und dann trotzdem alles mal nachrücken, bitte, wenn es geht. So, der Techniker macht bitte genau dasselbe. Geht mal mit zum Aufklärer. So, schauen wir mal. Es waren ja noch keine Gegner in Sicht. So. Ach, habt ihr das gehört? Genau, dünne Männer, genau das. Okay. Wir könnten auch hier irgendwie in den Zug rein, ne? Wie war denn das? Wollen wir einfach die Türen aufmachen oder uns daneben stellen? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, irgendwie so. Okay. Die Geräusche kommen von da vorne. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde lieben gerne mal... Wir werfen einfach mal hierher. Kostet doch nicht. Also, ach nein, das Mate ist oben drauf. Wie fies ist das? Sektoiden hätten wir hier mal auf der Seite. Das ist auch nicht so schlimm. 68, 48, 68. Warum haben die so eine geringe... Weil die in niedriger Deckung stehen, aber wohin? Die sind doch eigentlich frei, oder? Schaut mal. Das ist doch... Okay, schreibt mal das bitte auch in die Kommentare. Das ist doch ein Bug. Wir stehen doch eigentlich nur hier in Deckung. Wir. Aber die Sektoiden stehen zu uns frei. Oder geht das auch als Deckung? Hier die niedrige Deckung. Zu den Sektoiden, das kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Der schießt doch vorbei. Na doch nicht, okay. Oh, einer schon mit 5 Gesundheitspunkten. Okay. Naja. Wo sind denn die? Die sind hier vorne. Okay. Der Aufklärer, der steht nicht gut. Der Aufklärer steht definitiv nicht gut. Oh Mann, und den wollten wir hüten wie unseren Augäpfel. Super. Aber ich glaube, so wie es aussieht, sehen uns die Sektoiden noch nicht. Der geht zumindest mal hierher. Okay, ein Feldposten. Der geht mal daher und bestimmt genau dasselbe, oder? Ich hab's gewusst. Okay. Was hat denn der Sniper so für Treffer schon? Jetzt schaut mal, jetzt 89%. Wie geht denn das? Egal. Killcam, danke. So. Unser Aufklärer sieht ihn schon mal. Das ist schon mal schön. Ja, der Shadow Step hat halt seine Vor- und seine Nachteile. Klar, der Vorteil ist halt, dass wir halt Reflexschüsse nicht auslösen. Nachteil ist und bleibt halt, dass jemand anders diese Schüsse auslösen muss. Hm. Aber mir fehlt, ich sehe hier gerade, der hat gar keinen Shadow Step. Okay. Aber hat schon eine Beförderung kassiert. Sehr schön. So, dann können wir nur eins machen. Wie weit können wir denn mit der AP werfen? Wir müssten noch ein ganzes Stück vorlaufen. Ah doch, der hat den Shadow Step. Alles klar. Kriegen wir das? Nein, kriegen wir nicht hin. Wenn wir hierher laufen, sehen wir den... Ja, okay. Sehen wir den hier? Nein. Begebe mich auf Position. Ich hatte gedacht, wir sehen den. Okay.
Sieht er uns hier? Ja, ne? Wahrscheinlich, oder? Der schießt. Nein, doch nicht. Okay. 60%. Gegen das Feuer. Da hätte ich jetzt nicht so rumgemacht. Bin ich ehrlich. So. Ja, ich sag mal, der Sunny bleibt dann mindestens hier auf der linken Flanke, oder? Unser Vitali. Weil wie es klang, sind hier auch noch dünne Männer unterwegs. Ja, habt ihr das gehört? Okay. Ah, jetzt haben wir wieder den Scout Sense. Okay. So. Okay. Na, dann gehen wir mal ein Stück vor, oder? Wir haben immer noch nichts sehen. Jetzt müssen wir aber irgendwas. Das gibt's ja nicht. Jetzt bin ich doch mal gespannt, ob der Sniper jetzt. Schweber. Okay. Nee, die sind alle beide flankiert. Schöne Kicke. Und was für eine Reichweite. Was für eine Reichweite war denn das? Okay, das ist nur einer. Jetzt wissen wir allerdings nicht, was hier hinten auf der linken Seite los ist, ne? Das wird jetzt lustig. Ja, das ist gut. Wachsamkeit ist gut. Ja, wenn alle Stricke reißen, dann... Ganz ehrlich. Rück mal mit Granaten an. Der Infanterist geht auf jeden Fall. Wie weit... Ah, der Schweber ist ganz, ganz vorne. Also der muss auf jeden Fall ein ganzes Stück zu uns kommen. Würde ich mal vorschlagen, gehen wir ein ganzes Stück vor. Weil wir erreichen den ja eh nicht. Schaut mal, wie weit der hier noch dahinter steht. Der muss ein ganzes Stück erstmal herkommen. Da sind die dünnen Männer. Sind noch... Wie, wir waren das? Zwei? Habt ihr das gesehen? Der ist gelandet, oder? Ist der gelandet? Der ist in der flankierten Position und ist gelandet. Wie soll der sich zurückziehen, der Depp? Wie geht denn das? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Sniper. Gestatten, Schweber. Tschüss. Die hätten uns doch... Also der Schweber, mindestens der Schweber hat uns doch gesehen. Das gibt's ja gar nicht. Mindestens der hat uns gesehen. Und keiner kommt da hoch, ne? Keiner kommt da hoch. Löst der aus? Nö. Hier löst er definitiv aus. Wenn wir hierher laufen, wie ist das? Ja, okay. Hier lösen wir definitiv aus. Ja gut, dann stellen wir uns hier halt hier runter. Vielleicht haben wir Glück und die kommen auf uns zu. Vielleicht aber auch nicht. Doch, die kommen tatsächlich auf uns zu. Oh, schieß doch nicht daneben, mein Freund. Okay, die haben uns mal ausgemacht und dann geht man Deko. Immer dasselbe. Jetzt sind die wieder abgehauen. Sehr schön. Okay. So, Blendgranate. Und zwar würde ich mal vorschlagen. Das bringt nichts. Dann machen wir es so und tun wir zumindest mal die beiden dünnen Männer mal aufdecken. Oh, die sind in der Flanke hier. Unser Sniper sieht die aber nicht, ne? Schade. Ah, sehr schade. Okay. Sieht auch nichts von hier. Das ist ja traurig. Sieht er wenigstens von hier was? Nein. Verstanden, Commander. Alle beide in der Flanke für 63.
Schön. Schön. Sehr schön. Sehr, sehr schöner Treffer. Ach, ist ja lustig. Die kommen nicht mal mehr in das... Nein, die kommen nicht mal mehr hier rein, oder wie? Ach nein. Die sehen den gar nicht jetzt, oder was? Ach, nicht euer Ernst. Und wie kommen die da rein? Kommen die überhaupt noch hier rein von der Seite? So wie das aussieht, kommen die gar nicht mehr rein. Na, das ist ja auch lustig. Wie kommen denn die jetzt da rein? Die müssen doch da reinklettern können, oder? Die Tür ist hier offen. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Okay. Trefft den. Ich wollte gerade sagen, bitte trefft doch den. Der macht doch unseren Wookie dann wieder kaputt. 64. Nein, nein. Oh, haben wir ein Glück gehabt. Haben wir ein Glück gehabt. Okay, das war wirklich das Glück. Danke, Spiel. Danke, Spiel. So, dass zumindest hier mal in Deckung. Okay, jetzt können wir nur eins machen. Ja, die Tür auf. Und dann stellen wir uns halt mal hierher. Verstanden, Commander. So, der ist schon mal in der Flanke für 96. Ist schon mal gar nicht schlecht. Okay. Ja, dann machen wir das mit unserem Techniker, würde ich sagen. Ranlaufen, Granate zügen. Die Tür mal definitiv sprengen. Oder den Zugang. Genau. So, dann schauen wir mal. Wir hatten noch keine Beförderung bekommen. Unser Mustang hier fehlt noch. Der hat schon eine. Aber man kriegt da noch eine. Oder noch ein paar Erfahrungspunkte, sage ich mal. Sehr schön. Dankeschön. Alle Missionsziele erreicht. Das war's schon. Puh, was für eine Mission. Also, der letzte Treffer. Ich sag mal, das ist jetzt Pattsituation, weil der Außenweltler hat uns in der vorletzten Mission unseren Aufklärer gekostet. Und diese Mission hat uns das Spiel einen neuen Aufklärer gegönnt. Vielen, vielen Dank, Spiel. Hervorragend. Ja, wirklich hervorragend. Danke. Sie sind nicht nur wohlbehalten zurückgekehrt, sie haben auch Meld erbeutet, mit dem wir unsere Forschung auf diesem Gebiet vorantreiben und neue Technologien entwickeln können. Stimmt. Du kriegst Holozielen. Unteroffizier Sniper kriegt auf jeden Fall Ranger und dich machen wir dann in der nächsten Folge. Sektoiden, Schwäber und dünne Männer waren genau 7 Mann und 24 Meld. Geil. Jedes einzelne Meld werden wir brauchen. Jedes einzelne. 80 Kröten haben wir dazu verdient. Sehr, sehr geil. Nein. Denken Sie daran. Wir behalten Sie im Auge. Wisst ihr, ich glaube es nicht. Das ist wirklich, das ist jetzt Elle auf Speicher, das ist wirklich ganz, ganz knapp. Jetzt sind alle Bewegungsmelder kaputt. Am Anfang jeder Staffel baue ich eigentlich immer so 3, 4, 5 Stück. Und es ist wirklich tatsächlich so, es sind alle kaputt. Alle. Ich glaube es nicht. Ich glaube es echt nicht. Aber gut, sei es drum. Das ist also, es war eine geile Mission. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr auch in der nächsten Mission wieder dabei seid. Mein Commander und ich sind auf jeden Fall wieder am Start. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao, ciao.